Hallo und einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euren Kindern zeigen, wie man eine kleine Puppenhose näht. So, wir haben unser Püppchen hier liegen. Ihr nehmt ein weißes Blatt Papier, legt es auf euren Stoff drauf. So. Oder könnt ihr auch auf einen ganz normalen Tisch erstmal legen. Wir müssen es ja erstmal fallen. So, dann legt das Püppchen da drauf. Hier sind die Füßchen. Die können ruhig so ein kleines Stückchen übers Papier hinweggucken. So, dann müssen wir erstmal gucken. Hier ist ja unser dicker Bauch von dem Püppchen. Und da machen wir einen Strich hin. Hier an der Seite. Da machen wir einen Strich hin. Ja? So. Schauen wir jetzt mal. Haben wir den Strich auch richtig gemacht von unser? So. Schauen wir uns das mal an. Hier machen wir einen Strich hin. Da mal einen Finger so. So, einen Finger legen wir dahin, so breit. Und dann machen wir hier einen Strich. So. Dann müssen wir hier oben einen Strich machen, ein Stückchen höher, so 2 cm. Weil das müssen wir gleich wieder umschlagen, wie bei dem kleinen Rock, den ihr genäht habt, wo das Gummi durchgezogen wird. Hier kommt auch nachher wieder das Gummi durch. Und dann so, dann müssen wir die Beine noch haben. Die machen wir dann von hier aus so runter. Zup, 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 zup. Mehr brauchen wir gar nicht machen, ja? Einmal hier runter. So. Jetzt haben wir unsere schon bald die Hose für unsere Puppe. Aber nein, da fehlt ja noch was. Wir brauchen ja noch den Schritt. Also der Schritt ist immer dieses Stückchen hier. Ja, das brauchen wir ja auch noch. Und das malen wir uns hier hin. Malen wie so ein, ja, Sachen von gerade runter. Und dann machen wir unten so ein kleines Bögelchen. Als wenn ihr ein C schreiben wollt. Ja, oben ist der Bogen nicht. So runter und dann wie ein C. Geht ihr einfach hier runter. Das könnt ihr ganz alleine schon machen. Und zwar hier, von hier angefangen, hier runter, macht euch einen Strich, dann macht ihr hier so das C hin. Auch wenn es ein kleines Stückchen da drunter ist, ist nicht ganz so schlimm. Ja, dann macht ihr da so, oder wie ein L, könnt ihr auch so machen, aber ein L ist na, so ungefähr hier runter. Und dann hier unten so kleines bisschen. Hier muss es ein bisschen rund sein. So, haben wir ja unser Papier schon fertig. Jetzt legen wir mal das Püppchen weg. Nehmen das Stückchen Papier, was ihr habt. Das sind die DIN-A4 Blatt Papier, was ich hier habe. Legt das doppelt und faltet das so. Warte mal. So. Und faltet das. Ja. Jetzt schneiden wir das Ganze mal aus. Wir haben ja hier die Linie, schneiden wir jetzt hier auf. Zack. So. Und dann hier die Rundung ausschneiden. So. Und hier oben, wo die 2 cm für unser Gummi ist. So. Und jetzt sagt ihr ganz bestimmt, hä? Wie soll das denn eine Hose werden, ne? Ihr habt recht. Das wollen wir erstmal schauen. Hier oben kommt das Gummi hin. So, da schrauben wir mal Gummi hin. Das sind die, machst du hier 2 cm. Könnt ihr euch abmessen. 2 cm. Das wird nachher wieder so umgebügelt. Ja, oder umgeschlagen. Ja, so. Und unten kommt ein kleiner Saum. Ja, der sieht dann nachher so aus. Ja, guck mal. Sieht schon bald aus wie eine Hose, ne? Noch nicht ganz. Naja. So, jetzt nehmt ihr das Stückchen Papier, legt es auf euren Stoff drauf. So, wir stecken das Ganze mal ein bisschen fest. Der Stoff muss doppelt sein, ne? Ihr müsst zwei Teile haben. So. Normalerweise so, zwei Teile müssen wir haben. Das ist die rechte Seite hier. Der schöne Stoff und die schöne Seite, wo das Muster drauf ist, das ist immer rechts. Ja? Und das, wo ihr jetzt kein Muster seht, das ist immer die linke Seite. So, das drehen wir das Ganze mal um und nehmen nur die linke Seite nach oben. Ja? Nehmt jetzt euren Stoff, macht den schön doppelt hier, so. Und nehmt nur die, dass ihr die linke Seite sehen könnt. Ja? So. Guckt, jetzt habt ihr nur die linke Seite oben. Ja? Und die schöne Seite habt ihr innen liegen. Okay? So.
Wir wollen ja nicht die schöne Seite bemalen, ne? Wir wollen ja die Seite bemalen, die man nachher nicht mehr sieht. Und das ist immer die linke Seite. Seht ihr? Das ist immer die linke Seite, die man nachher nicht mehr sieht. Und das, die schöne Seite machen wir immer innen. Ja, die legen wir immer nach innen, die schöne Seite. Das ist die rechte Seite. Und die linke Seite ist von innen. So, jetzt legen wir mal. Jetzt stecken wir erstmal das Ganze ein bisschen fest, damit es nicht verrutschen kann, wenn wir es gleich ausschneiden. Ein paar Stecknadeln hier rein. Hier und da eine Stecknadel. Schön, immer, was ihr machen müsst, immer schön glatt machen. Ja, dass keine Falte drin ist. So, und das könnt ihr schon, das weiß ich. So, jetzt müssen wir den Stoff hier irgendwie hinlegen. Die Hose anzeichen. So, jetzt legen wir das hier am Rand. So. Jetzt legen wir den hier hin. So wie ich es auch hinlege. Unten lasst ihr so ein kleines Stückchen, so ein Zentimeter lasst ihr unten überstehen. Und dann macht ihr das nach oben. So, guckt mal. So, und damit das nicht verrutscht, ja, stelle ich mir meistens was da drauf. Da kann man so ein Döschen nehmen. Verrutscht das nicht. Und jetzt nehmt ihr euren Stift und zeichnet euch das hier schön an. So, könnt ihr mit dem Bleistift machen, ganz leicht anzeichnen und hier auch so rumgehen, anzeichnen. So, und hier oben. So, und hier auch an der Seite anzeichnen, so wie der Stoff ist, ja? Und hier auch anzeichnen. Fertig. Seht ihr? Jetzt habt ihr rundherum hier angezeichnet. So, und was machen wir jetzt? Jetzt schneiden wir das Ganze aus. Ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr es ausschneidet. Kann nichts passieren. Ihr schneidet immer schön nach dem Bleistift. Strich, den ihr euch gemacht habt, schneidet ihr das aus. So. Und dann gucken wir uns gleich mal an, wie das wohl eine Hose werden kann. Ja? Und wollen wir noch mal sehen, ob das eine wird. So. So. Jetzt können wir die Stecknadeln, die wir reingesteckt haben, wieder rausmachen. So, guck mal. Wenn wir das gleich zusammen machen, dann haben wir schon ein Hosenbein. Aber wir brauchen ja zwei, ne? So, dann gehen wir jetzt gleich mal rüber und nähen das Ganze. So, jetzt haben wir unsere Hose zugeschnitten. Und jetzt legen wir beide Teile, so wie ihr habt, jetzt rechts auf rechts liegen. Zwei Teile, rechts auf rechts. Und jetzt fangen wir an zu nähen. Ihr fangt hier oben an. So, ihr macht einen ganz normalen Geradeausstich. Ja, so. Darunter legen das Füßchen. Und dann nähen wir mal. So. Nicht vergessen, hier wieder ein bisschen zurückzunähen, damit das nicht aufgehen kann. So. So, ich nehme jetzt ein kleines bisschen schneller, als ihr das sonst machen würdet. Und dann nähen wir die Rundung. Dann nimmt ihr das so ein bisschen rund. Seht ihr? Und dann wieder hin und her. Nach hinten zurückziehen. Und dann machen wir die andere Seite auch so. Genau. Und dann haben wir ja die eine Seite haben wir jetzt. Die eine Rundung. Und jetzt nehmen wir diese Rundung. So. Könnt unten oder oben anfangen, wie ihr möchtet. Ja, ihr müsst nicht da anfangen, ihr könnt auch da anfangen. Also hin und her und dann einmal so ein bisschen drehen. Seht ihr? So klappt das. Und dann wieder gerade. Und wieder hin und zurück. So. Fäden abschneiden, nicht vergessen. So. Und jetzt machen wir einen Zickzackstich. Das heißt, wir versäubern, damit das hier nicht ausfransen kann. Versäubern wir das Ganze. So, Zickzackstich heißt immer, dass die Nadel so hin und her geht. Zeige ich euch jetzt so. Seht ihr? Die Nadel geht immer hin und her. So machen wir das jetzt an beiden Seiten. Die Nadel muss oben sein, wenn ihr den Faden nach hinten zieht. So, die Nadel ist um, Faden nach hinten ziehen, abschneiden und hier auch abschneiden. So, die andere Seite auch versäubern.
Siehst du, jetzt kennt ihr schon zwei Wörter. Gerade ausnähen, einen ganz einfachen, und ihr kennt schon den Zickzackstich. Super, ne? Bitte, immer schön gerade und langsam. So. Abschneiden, wieder abschneiden. So, und jetzt müssen wir hier oben, muss dann auch der Zickzackstich gemacht werden, damit das schön sauber wird. Ja, so. So, mach einen Schlag den auseinander. So, könnt ihr so reingreifen mit der Hand. So, als wenn ihr da in einem Loch reingucken wollt. Und dann machen wir hier oben auch Zickzack. Bitte. Einmal ganz rum. So, immer schön zickzack, das nennt man auch versäubern mit dem Zickzackstich. Fertig. Hier oben, so, und hier unten müssen wir das ja auch machen, ne? So, machen wir das hier unten auch. Oh, guckt mal, was ist mir denn passiert? Einer von euch hat es garantiert gesehen. Mir ist der Faden aus der Nadel gegangen. Ich habe nicht aufgepasst. So, dann wollen wir das Ganze mal wieder einfädeln. So, jetzt haben wir hier unten am Saum alles mit Zickzack gemacht. Und die andere Seite auch. So, so sieht das jetzt aus. Ich zeige es euch. So sieht das jetzt auch bei euch aus. Ja? Zickzackstich gemacht. Vorne und hinten. So. So zickzack hier, zickzack rechts und links mit Zickzack. Und hier unten auch. So. Jetzt gehen wir her. Stellen uns erstmal wieder einen geraden Stich ein. Die Nadel muss wieder gerade stehen. Das muss ja das ein Höschen werden, ne? So. Jetzt habt ihr das, legt ihr euch das so hin. Das Teil, was ein bisschen rund ist, guckt nach da. Guckt nach hier. Und ihr habt das so liegen. Jetzt nehmt ihr die Hose, so wie ich die habe, auseinanderfalten. Und das hier, was ihr jetzt hier in den Händen habt, ja, das legt ihr hier hinten drauf. So, nochmal. Hier habt ihr die Rundung mit dem L oder C, was ich jetzt eben erklärt habe. Das habt ihr hier einmal und habt das hier einmal. Und beide Teile. Beide L oder C, wo die Kurve gemacht habt, die legt ihr so aufeinander. Beide. Okay? Rechts auf rechts. Guck, hier ist es rund und da ist es rund. Und das wird jetzt so aufeinander gelegt. So. Und damit euch das nicht verrutscht, nehmt ihr eine Stecknadel und steckt euch das fest. Hier, schaut mal, da ist ja die Naht. Da stecht ihr rein und schaut mal, ob auf der anderen Seite auch die Naht trefft. Nein, ist noch nicht ganz. Muss ich noch ein kleines Stückchen rüber. Da, da. Ja, jetzt habe ich es. Guckt mal, prima, ne? So, jetzt habe ich hier die Naht getroffen und da. Beides Mal, wo ihr genäht habt, da liegt das so. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt müssen die Teile hier runter. So, seht ihr das? Hier ist die Rundung. Ja. Und so sieht das jetzt auch bei euch aus. Eine Rundung. Und hier ist das gerade, was wir jetzt so aufeinander gelegt haben. Da sind die zwei kleinen Cs oder das L, was ihr gezeichnet habt. Die liegen jetzt aufeinander. Und das machen wir. So, jetzt legen wir das Ganze so unter der Maschine. So. Drunter legen. Mit einem geraden Stich. Fangen wir wieder an zu nähen. So, ich muss meinen Faden wieder nach hinten, sonst geht er mir. Seht ihr? Hier. Und hier, jetzt könnt ihr mal gucken. Das habt ihr euch jetzt eben schön angezeichnet mit der Rundung an eurem Schnitt. Ja, so hier. Und auf der anderen Seite ist das auch. Und das habt ihr schön mit einer Stecknadel hier aufeinander gesteckt.
Diese beiden Rundungen habt ihr aufeinander gesteckt. Und dann, seht ihr hier, dann kommt automatisch, sind diese beiden Stoffteile dann aufeinander. Sie rechts und rechts und schön glatt ziehen. So, dann machen wir das mal. Wir fangen an zu nähen und was dürfen wir nicht vergessen? Einmal hin und her, damit die Hose nicht aufgerippelt wird. Stramm halten, so, und jetzt nehmen wir hier entlang. Da ist die Nadel. So. Und dann die andere Seite. Einfach glatt halten und runternähen. Hin und her, damit es nicht aufgeht. Wieder nach hinten ziehen und den Faden abschneiden. Jetzt nehmen wir hier die Nadel raus. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Kann nichts mehr verrutschen. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder versäubern. Versäubern heißt richtig, zickzack. Hast du gut erkannt, prima. Das weißt du jetzt schon, ne? Also, wir machen jetzt wieder einen Zickzackstich, um das Ganze schön sauber zu machen, damit der Stoff nicht ausfranseln kann, ne? Sonst wäschst du die Hose zweimal und dann franselt der Stoff aus und dann hast du gar keine Hose mehr, weil alles ausgefranselt ist. Und das willst du ja nicht, ne? Und dein Püppchen garantiert auch nicht. So. Hinten wegziehen, abschneiden, hier auch die Fäden abschneiden. So, und jetzt machen wir wieder den geraden Stich. Nadel nach oben und siehst du, jetzt steht die Nadel wieder gerade. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir noch einen Gummi haben für oben rein, sonst rutscht die Hose ja. So, guck mal, jetzt gehst du her. Guck mal, sieht schon aus wie eine richtig tolle Hose, ne? Ja, super, ne? Das hast du jetzt schon alle geschafft. Prima. Ganz alleine. Da ist das aufeinandergelegt, die zwei L's. Boah, prima. So, jetzt müssen wir die umdrehen. Die ist die rechte Seite hier. Dann greife ich rein so. Ziehe das rum. So, also wenn du deine Hochstrumpfhose falsch rum angezogen hast, ziehst du das einfach rum. So, guck mal. Jetzt sieht das schon aus wie eine richtige Hose. Guck dir das mal an. So, was hast du schon geschafft? So, jetzt müssen wir hier oben... Nimmst du dir mal ein Maßband, guck, oder ein Maßstöckchen, wenn du sowas hast. Und dann messen wir mal 2 cm oder 1,5 cm eben. Ja? Wenn die Mama mit dir bei Ikea einkaufen geht, da hängen bei Ikea immer ganz viele Maßbänder. Da kannst du dir ruhig mal eins mitnehmen, die schimpfen nicht. Dann hast du zu Hause ein schönes Maßband. Hin und wieder nehme ich mir auch mal eins mit. So, mach mal 2 cm. Ich habe euch jetzt ausgerechnet ein Maßband, wo man nichts drauf sieht. Siehst du, das passiert nämlich dann, wenn man sich von Ikea keins mitnimmt. Grins. So, 2 cm, das kennst du ja auch schon, ne? 2 cm kannst du dir dann anzeichnen oder machst dir hier eine kleine Nadel hin. Ja, dass du weißt, was 2 cm ist. Und hier auch eine kleine Nadel. Und dann wird das Ganze nachher so, da wo die Nadel ist, knickst du das so um, ja, wie eine Falte und steckst dir das so fest. Ja, dann sieht das Ganze nachher so aus, von innen. Ja, so. So sieht das nachher aus, wenn du alles festgesteckt hast. Und das dann im Kreis, ne? Ich mache das auch mal, damit du weißt, wie ich das meine. So, 2 cm ringsherum. Guck, so auch, da hast du auch wieder... 2 cm umschlagen und ein bisschen feststecken und hier auch so. Und jetzt können wir nähen. Jetzt legst du dir das so, du schaust auf die rechte Seite, das ist die linke von innen, und jetzt schaust du hier drauf, auf die rechte Seite. Hier ist die Naht. Da fängst du aber nicht an, du fängst ein Stückchen weiter hier nach vorne an. Da fängst du an zu nähen. So. Da lässt du hier eigentlich ein kleines Loch. Ja, da müssen wir nachher das Gummi durchziehen, damit das Püppchen auch die Hose tragen kann. So, jetzt nimmst du das, du hast dir das alles schön gesteckt, ziehst das hier ein kleines bisschen stramm und dann fangen wir an zu nähen. So. Oh, irgendwas macht meine Maschine jetzt nicht. Ich weiß nicht, was sie hat, aber irgendwas hat sie. Jetzt leuchtet sie wieder grün. So.
Jetzt fangen wir an. Und was dürfen wir nicht vergessen? Richtig hin und her, damit das nicht wieder aufgeht. Und dann nähen wir ganz langsam hier. So, du lässt das Füßchen hier an dem Zickzack entlang laufen, hier am Rand. So, siehst du? Dann immer so ein Stückchen, ein Stück nähen und dann wieder rumziehen, damit du ganz rumkommst. Siehst du, so. Hörst du wieder auf, nimmst die Nadel hinten raus und dann nimmst du es wieder nach vorne. So ein bisschen stramm ziehen, so wie ich das hier mache. Dann liegt das sofort richtig schön gerade. Und dann anhalten, Nadel rausnehmen und immer schön darauf achten, was du mit deiner Arbeit machst. Nicht weggucken, ne? Denk dran, man kann sich auch in den Finger nähen, wenn man nicht aufpasst. So. Die Fäden mal abschneiden hier. Ich bin noch nicht fertig, ne? Ich schneide jetzt hier nur mal die Fäden ab. So. Hier haben wir ja angefangen, ne? Hier ist ja ein Loch, seht ihr? Da. So, da müssen wir das Gummi durchziehen. Jetzt nähen wir nur bis hier, damit das Loch bleibt. Nur bis da nähen. So, wir brauchen das Loch und hin und zurück. Prima. So. So, schneiden wir dann ab. Ja, jetzt müssen wir noch die Beine unten umnähen und das machen wir genauso. So, ja, hier ist jetzt unten das Bein, schlägst das um und das nähen wir ganz schmal ab. Du kannst es aber auch größer abnähen, so wie oben genauso machen, hier ein Loch lassen und nachher ein Gummi durchziehen. Dann hast du eine Pumphose. Ja, was möchtest du haben, eine Pumphose mit ganz viel Gummi drin oder einfach? Wir machen es erstmal einfach. Mit der Pumphose, das kann die Mama dir auch zeigen. Jetzt nehmen wir das wieder, schlagen das einen Zentimeter um. Kannst du wieder abmessen mit deinem Maßband. Und dann nähen wir einmal ganz rum. Und wie gesagt, wenn du eine Pumphose haben möchtest, dann zeigt die Mama dir das, wie wir das hier oben gemacht haben. Ein bisschen breiter abnähen und nachher das Gummi durchziehen. So, jetzt nähen wir hier wieder anfangen und dann ganz langsam. Jetzt haben wir das Gummi durchgezogen oben. So, jetzt muss das Gummi ja noch festgenäht werden, ne? So, so, jetzt kannst du das Gummi festnähen. Wir machen es jetzt mal so, ist einfacher. Einfach so zusammenlegen unter die Maschine und dann nähst du. So, guck mal, dann nähst du hin und her. Vorwärts und rückwärts. Und rückwärts. So. Drunter wegziehen. Und dann schiebst du das Ganze so, ziehst hier einfach, dass das ganze Gummi da verschwindet. Und jetzt schau mal, was du hast. Du hast eine Hose, eine richtig super Hose hast du genäht. Ja, jetzt schauen wir uns das mal an, wenn das Püppchen die Hose anhat. Du kannst natürlich hier unten auch ein Gummi reinmachen. Wenn du sagst, das ist mir zu weit, ich möchte lieber ein Pumphöschen, dann machst du das genau wie hier oben und nähst das einfach ein bisschen breiter um und ziehst dann wie hier oben ein Gummi rein. Da musst du natürlich hier unten eben mal kurz abmessen, wie viel Gummi du brauchst. Ja, so, jetzt wollen wir mal unserem Püppchen die Hose anziehen. Mal schauen, ob sie auch passt, ob wir alles richtig gemacht haben. Ja, guck mal. Natürlich, mal ganz im Ernst, sie sieht nicht schlecht aus, die Hose, aber ich glaube, mit Kräuseln, wenn wir es hier unten auch mit Rüchen gemacht hätten, sähe sie schöner aus. Ich habe das Gefühl, da unten kann man auch ein Gummi dran machen, damit sie flotter aussieht. Ja, guckt euch das Püppchen an. So sieht die Hose aus. Ja, oben. Richtig toll. Eine tolle Hose ist es geworden. Ja, super. So, jetzt machen wir mal eine Pumphose draus. Wir hatten das ja hier so eingeschlagen und dann hier so umgeschlagen und abgenäht. Jetzt schlagen wir das Ganze mal so ein Stückchen hoch. Ja, noch so 2 cm, 1,5 cm.
je nachdem. Und dann können wir hier durch diese Naht, die wir schon mal hatten, nähen. Und was müssen wir lassen? Genau, wir müssen ein Loch lassen, damit wir näher das Gummi durchziehen können. So, dann wollen wir das Ganze doch mal angehen. So, drunter legen. Ihr nehmt bitte eine Stecknadel, steckt euch alles schön fest, ja? So, mit der Stecknadel schön feststecken, damit es euch nicht verrutscht, so. Und dann fangen wir an. Immer so ein Stückchen, dann habt ihr hier wieder die Nadel. Ja, habt ihr wieder eine Nadel. So, und dann könnt ihr immer ein Stückchen weiter. Könnt ihr durch diese Naht nähen hier. So, dann wollen wir noch mal näher schauen, wie das wohl aussieht. So. Und was dürfen wir nicht vergessen? Das Loch. Damit wir da mit der Nadel durchkommen, mit der Sicherheitsnadel, ne? Und wieder hin und her. Nadel nach oben, Füßchen hoch nach hinten wegziehen. So. Die Fäden abschneiden. Jetzt habt ihr ja noch lauter Fäden da rumhängen. Das sieht ja nicht ganz so schön aus, ne? So. Und jetzt wollen wir mal schauen. So. Das haben wir jetzt gemacht, ne? Wir haben das Loch gelassen. Weil das nicht so schön aussah mit der weiten Hose, machen wir jetzt eine Pumphose drauf. Wir haben es abgemessen. Schaut her. Wir haben das Bein abgemessen. Kleines bisschen mehr. Mit dem Gummi. Macht das so. Seht ihr? So. Und dann ziehen wir es mal durch jetzt. Wieder die Nadel. Durchstechen. Zumachen. Und dann nehmen wir wieder unser Loch hier. So. Müssen wir das mal da durchschieben wieder. Seht ihr? Immer so schieben, bis das hier ganz gekräuselt ist und dann rum. Hier durchziehen, ja? Wir müssen aber aufpassen, ne? Ne, haben wir den ganzen Gummi da durch und dann haben wir ein Problem. Also rutscht der Gummi auch, rutscht das Gummi auch damit durch. Das wollen wir ja gar nicht, ne? Dann geben wir mal her und stecken das mal hier so fest. Ja? So. Dann, weil das nachher ganz stramm wird auf diesem Stückchen, seht ihr ja hier schon, dass es ganz stramm ist. Da hängt noch ein Faden, der muss da auch weg. So, seht ihr? Jetzt schieben wir das Ganze da durch. Wo bin ich? Ach, das war oben, das unten, das so. Seht ihr? Die Nadel immer so hier festhalten und das so drauf schieben. Ja, so. Könnt auch eine kleine Nadel nehmen, ihr müsst nicht so eine große nehmen. So. Und immer so ein bisschen, wenn ihr das so habt, hier runterschieben. So, jetzt kommt ja unser Loch, ne? Seht ihr? Da kommt wieder unser Loch. Da muss die Nadel wieder rauskommen. Das ist jetzt das Ende und das ist Anfang. So, jetzt ziehen wir das mal durch. Geht ein bisschen fester hier. So. Gut festhalten. So. Und hier ist das andere Ende. So. Alles wieder losmachen. So. Wieder übereinander, hier drunter. Und was müssen wir jetzt machen? Das Festnähen, richtig. Jetzt, wenn ihr mal an, so, seht ihr? Na, der will ja gar nicht so, wie ich das will. Fummelig, ne? Ja, genau, denke ich mir auch. Kleines bisschen fummelig ist das schon. Aber das ist nicht so schlimm, ne? Das kriegen wir. Hin und her nähen. So. Die Nadel wieder nach oben stellen. Das Füßchen hoch. Nach hinten wegziehen. So. Alle Fäden abschneiden. Sollte euch mal der Faden rausgehen, dann müsst ihr immer die Nadel ganz nach oben stellen, dass sie ganz hier oben ist,
dann könnt ihr besser an dem Öhr rankommen, um die Nadel wieder einzufädeln, ja? So, jetzt haben wir das hier so. Brauchen wir das nur ein bisschen so stramm zu ziehen hier so. So einfach machen. Zack, zack, so. Und schon ist unser Gummi weg. Seht ihr? So. Und jetzt ziehen wir bei der Puppe nochmal das Höschen an. Mal schauen, wie sie jetzt damit aussieht. Und wie gesagt, alle Fäden abschneiden. Guck mal, hier hängt noch einer. Aber daran sieht man auch, dass du das ganz alleine genäht hast, ne? Wenn mal ein Faden noch da hängt, ist das gar nicht schlimm. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob unser Püppchen mit dieser Hose jetzt gut aussieht. So. Anziehen. Ihr habt gesehen, man braucht gar nicht lange für so ein Puppenhöschen, ne? So. Guck mal. Und schon hat eure Puppe eine Pumphose. Was sagt ihr dazu? Hm? Was sagt ihr zu eurer Puppe mit der Pumphose? Schick. Und die habt ihr ganz alleine genäht, ne? Seht ihr? Von hinten und vorne. Super. Richtig toll. Jetzt braucht ihr die Puppe eigentlich noch Schuhe, ne? Und so einige Sachen, die sie noch anziehen kann. Schuhe braucht sie noch. Dann braucht sie noch eine Jacke und oder ein Kleidchen, ne? Naja, ja, gut. Wir haben jetzt erstmal die Hose genäht. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nächste Tage mal ein schickes Kleid bekommen. Ja, und Socken, die kann die Oma vielleicht stricken. Die ist garantiert fit da drin. Ich werde die Tage mal zeigen, wie die Oma dir Söckchen stricken kann. Oder sogar die, vielleicht die Mama sogar. Das ist ganz einfach. Ich habe was ganz Einfaches mir ausgedacht oder mir angeschaut, was auch vielleicht Kinder, die schon ein kleines bisschen stricken können, das auch hinbekommen, mit Hilfe von der Mama. Also, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nähen dieser Pumphose. Und wenn ihr eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder habt und ihr näht gerne, kann die Mama euch das so zuschneiden und ihr könnt dann für eure Geschwister auch so ein Höschen nähen. Legst das Baby. Ja gut, auf dem Boden ist gut, auf ein großes Stück Papier und dann kann die Mama das so abzeichnen. Lustig, ne? Nein, das wird sie nicht machen. Aber man kann das hier mal die Länge abmessen hier. Ja, und das im Schritt abmessen, wie weit das ist. Und hier oben den Bauch. Und dann nicht vergessen die 2 cm, damit es auch richtig passt, dazugeben. Und schon kannst du für dein Schwesterchen oder Brüderchen eine Hose nähen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und wenn du noch Fragen hast oder einiges nicht so gut verstanden hast, bin ich gerne bereit, dir dabei ein bisschen zu helfen. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Viel Spaß beim Hosennähen. Bis dann, eure Ute.